Bin wieder zurück. Es, auf der Bühne trainiert schon der Schnier, weil der spielt jetzt, der Hannes Schnier spielt jetzt gegen Christian Kallinger. Ich sage Gewinnerseite. No, schätze ich einmal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Runde weiter ist als wie vorher oder noch die gleiche Runde ist. Auf jeden Fall, vom Herrn Kallinger gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Da kann man Folgendes lesen: 2005 Europameister in Poreč, 2006 Europacup-Sieger im Dart-Nationalteam, 2008 Welt- und Europameister der Federal European Compact Sports mit dem Dart-Nationalteam Österreichs, 2010 österreichischer, deutscher und Schweizer Meister im Einzel, 2009 bis 2013 Welt- und Europameister der Federal, wieder der FECS mit dem Dart-Nationalteam, 17 und 15 bis 15 mehrfacher Sieger der österreichischen Meisterschaft im E-Dart, Herren Einzel, Doppel und Mixbewerb und 2015 Europameister im E-Dart mit dem Herren Nationalteam. Und er hat ein eigenes Lokal, das heißt La Palma. Und der Herr Schnier, der ist sogar, hat eine wirkliche WM-Teilnahme bei BDC 2009 gehabt, das ist schon lang her. Da hat sogar noch der Dennis Priestley gespielt zu der Zeit. Natürlich, der Phil Taylor ist damals wahrscheinlich Weltmeister geworden, wenn es jetzt nicht gerade das Jahr war, wo er verloren hat gegen John Pat. Das kann ich, bin mir jetzt nicht sicher, aber normal ist er dort Weltmeister geworden. Kann das nicht sogar sein, dass der Herr Schnier damals in der ersten Runde gleich ging? Nein, das war der Bein ein paar Jahre vorher, der was in der ersten Runde gegen Phil Taylor gespielt hat. Dann spielt er in Relax und Bullshotter Weltmeister ist in Chicago geworden und mehrfach österreichischer Staatsmeister, so wie der Kallinger. Ja, gegen einen Koreaner oder verloren, der Herr Schnier. Ja. So, jetzt habe ich nicht geschaut, fangen wir und schauen, wer hat Bullschießen gewonnen. Die kennen Sie sicher sehr gut, beide, weil die haben vielleicht sogar zusammen im, also nein, im Nationalteam haben sie nicht zusammengespielt, weil sonst hätte das beim Schnier auch stehen. Okay, jetzt dann zuerst Bullschießen. Okay, 2x25 anscheinend. Wobei, da geht es jetzt, wer näher ist, mit Punkte. Jetzt sind es beide außen, glaube ich, oder? Kallinger fängt an, das heißt, wir müssen das ändern. Okay, der Kallinger ist jetzt Spiel 1, hat natürlich einen Vorteil, dass er anwirft im Notfall, wenn es zum Decider kommt, würde er dann den Vorteil des Anwerfers haben. Best of 5. Der Schnier hat gleich mal Akzente gesetzt. 140. Der Kallinger steht noch auf 469, noch 5 Dart. Leider nur 11, das heißt, er hat ein bisschen Startprobleme. Das heißt, mit 6 Dart auf 260, also das ist super. Der Schnitt von 130. 120, sorry. Nochmal 100. Das sind jetzt 113,3 Average. Und der steht schon auf einem Finish mit 161 Rest. Das heißt, 12 Data möglich. Schauen wir, was er zuerst probiert, 60 oder 51 oder vielleicht spielt er 57. Er hat 60 hat er probiert. 40. 45. Der Christian hat die Chance, jetzt mit 2 Triple in zweistelligen. Jawohl, 140 und natürlich 2 Dart Finish. Und der Herr Hannes Schnier braucht 60, Doppel 18.
60 hat er, Doppel 18 fürs Break. 15 Dart, 116 Check. Wahnsinn. Jetzt bin ich leider ein bisschen ruhig gewesen, weil gerade neben in Wengen das Abfahrtsrennen ist. Und da ist der Kilte gerade wild im CÖS gestürzt und ist liegen geblieben. Okay, kommen wir wieder zum Dart. 366 hat der Herr, Herr Schnier schon. Der Herr Schnier, der lässt nicht locker, steht wieder noch 9. Touch auf 2,63 und der Christian steht noch immer auf 4,27 und hat, glaube ich, noch immer kein Triple gehabt in dem Leg. 4,02 noch 9. Touch. Okay, jetzt wird es auch kein Finish. Oh, jetzt ist er. Schau, sie haben es ins Gesichtsblick gesehen. Ich glaube, er hat sich selbst gewundert. Das gibt es ja gar nicht. 1 und 5 und dann 7. Ja, so geht's oft. Aber in Christian läuft es gar nicht. Der ist auch weit weg vom Triple. Der Letzte jetzt einfach so mit Wurstigkeitsgefühl und schon im Schritt drinnen. Und dann trifft man den 60er. So, alles wieder voll fokussiert, 120, 180, 70 Rest. Jetzt läuft es auf einmal 75, 95, das heißt, ja, 6 Start für 70, das lässt sich der Schnee nicht nehmen. Oh, 40 überblieben, aber er kommt nochmal sicher dran, weil 22 kann man nicht ausmachen. Das heißt 19, 14 oder 17, 60, sind 124 Rest, Doppel 20 fürs 2-0. Jawohl, 2-0. Und der 19. Tat davor, 15. Tat, jetzt 19. Tat. Also das ist schon ganz anderes Auftreten. Super Leistung von Herrn Schnier. Beim Herrn Schnier sieht man eindeutig, einem ist egal, was der Gegner ist, er fokussiert sich nur auf sein Spiel und fängt wieder besser an als sein Gegner. Von 90 bleibt der 30 vorm Herrn Kallinger, aber der Herr Kallinger hat Anruf, das heißt, das ist dann eigentlich kein Nachteil. Aber jetzt hat er wieder nur 55 geschossen und jetzt hat natürlich der Schnier die Chance, dass er vorbeizieht und in Weg fürs 3-0 ebnet. 20, 40, ein Triple wäre halt schon schön. Leider nein, 2,61 Rest. Und der Herr Kalling ist auf 2,96. Jetzt braucht jetzt mindestens 2 Triple. Mit 5 für 20, das geht es immer nicht mehr aus.
Er bleibt auf 2,52 stehen. So. Ein Triple reicht, um auf ein Finish zu kommen für den Hannes Schnier. 60 hat er schon. 63, jetzt braucht er aber 28. Er bleibt auf 178. So, letzte Chance für den Herrn Kallinger. 60, das war super. Dann aber leider 5. Und wieder 20 ist 167 Race, zumindest steht einmal Finish. Die Chance hat er. Was macht der Herr Schnier? 23 erst? 24, oh, 154 Rest. Es wird noch eng, aber nächste Partie hat der Herr Schnier Anwurf, dann könnte er noch zumindest in Sieg einfahren, aber jetzt 84 Rest für Christian Kallinger. 54 kann man mehrere Wege spielen. Mit 20 geht es leider nicht. 45, nein. 57, zweimal 57 draufgeschaut, ist super, ist jetzt doppelt 10. Der Christian ist unter Druck, braucht 50 doppelt 17, aha, so kann man es auch spielen. Aber leider zweimal unterhalb und dadurch, wahrscheinlich wollte er 25 haben und weil er einen 50er getroffen hat, hat er dann halt gleich auf doppelt 17 gespielt, weil das riecht man. Verstehe zwar bei 84 nicht, aber egal, doppelt 10. Jawohl, 3-0. Da ist man mit 21 Start. Jetzt war von Runde zu Runde ein bisschen schlechter geworden, aber in Summe 15, 19 und 21 Start. Super Partie, 3-0. Also, viel Spaß dabei jetzt wieder beim Livestream. Jetzt werden wir ein bisschen ausblenden und melden mich dann später wieder.